Ich dachte früher immer, Luxus, das hängt zusammen mit, das ist teuer, das muss viel Geld kosten. Aber Luxus ist eben auch, dass ich gute Sachen für super wenig Geld kriege und sie mir deswegen leisten kann. Das ist eine Art Luxus, der auf dem Rücken von anderen passieren kann. Man geht davon aus, dass in der Welt ungefähr 700 Millionen Menschen in Armut leben, und zwar so, dass sie am Tag nur 1 Euro haben für Essen. Ich bin Johannes Kolk und ich will versuchen, eine Woche lang von 1 Euro am Tag zu leben. Johannes ist nicht allein. Er nimmt an der Aktionswoche A Dollar a Day teil. Die Idee stammt aus den USA. Hier in Europa nimmt man einfach 1 Euro. Ich hoffe, dass ich dann ein besseres Gespür kriege für Menschen, die tatsächlich nur das konsumieren können, was absolut nötig ist und einfach die Wahl nicht haben. Die Regeln: Johannes darf 1 Euro für die Nahrung am Tag ausgeben, 7 Euro für die ganze Woche. Und der Rest, das was übrig bleibt, wird gespendet. Ich habe mir eigentlich nie richtig darüber Gedanken gemacht, wie viel Geld gebe ich jetzt pro Woche für Essen aus. Ich wusste immer, das reicht irgendwie. Einen Tag bevor das Ganze losging, habe ich mir einen Zettel genommen und draufgeschrieben, was ich so ungefähr haben will. Ich habe jetzt gekauft Haferflocken, Mehl, Reis, ein bisschen passierte Tomaten. Ich habe Bananen gekauft, die waren sehr günstig. Und ich habe einen ganz besonderen Schnapper gemacht. 3 Kilo Karotten für 1 Euro. Ich gehe stark davon aus, dass ich viel weniger Obst, viel weniger Gemüse essen kann. Einfach, ja, weil das zu teuer ist. So doof das klingt. Ich habe jetzt zum allerersten Mal in meinem Leben Haferbrei gemacht. Also einfach Haferflocken. Das riecht eigentlich gar nicht so schlecht. Also so schön nach Haferflocken. Die Frage ist, wie es schmeckt. Heiß. Ja. Ach nö. Ich glaube, am meisten genervt hat mich diese Rumrechnerei. Und dieses Abmessen, wie viel Gramm kann ich jetzt und wie viel Cent sind das genau. Und was für mich auch schwierig war, war dieses Planen. Also sonst ist es oft so gewesen, wenn der Tag stressig war, dann bin ich einfach aus dem Haus gerannt und ich wusste, ich komme am Bahnhof vorbei. Und weil ich morgen früh auf die Arbeit muss, habe ich mir schon mal mein Essen für morgen vorbereitet. Und das ist einfach Reis. Ich habe jeden Tag dann irgendwann Reis gegessen. Einfach nur Reis und habe ein ganz kleines bisschen Gewürz reingemacht und das war voll in Ordnung. Es wurde immer dann schwierig, wenn ich versucht habe, was auszuprobieren und wenn ich dann gemerkt habe, dass es nicht so gut schmeckt. Ohne irgendwas drin ist Haferschleim halt wirklich nur Schleim. Ich habe jetzt schon langsam keinen Bock mehr auf Karotten. Ich habe keine Migräne bekommen in der Woche. Mir ging es eigentlich ziemlich gut. Und ja, ich hatte dann mal so ein Magengrummeln oder sowas. Aber ich glaube, das ist noch kein Hunger. Das ist so das normale Hungergefühl. So, ich würde es nicht als Hunger bezeichnen, so wie jemand, der in Armut lebt, dann Hunger leiden muss oder so. Irgendwann ist mir klar geworden, dass ich mich echt gut ernähren kann in der Woche für das günstige Geld, weil andere Leute schlecht bezahlt werden. Und eigentlich finde ich das doof. Ich habe jetzt in der Woche nicht richtig nachfühlen können, was es heißt, tatsächlich in Armut zu leben. Aber ich habe viel darüber nachgedacht. Mir ist bewusst geworden, dass ich auch in meinem Leben Dinge verändern kann. Dass ich verzichten kann auf Sachen und es mir trotzdem nicht schlecht geht. Und dass ich mit dem, was ich mir spare, dass ich damit auch anderen Leuten irgendwie helfen kann.